Herzlich willkommen heute zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Heute habe ich für Sie zu Gast eine meiner allerliebsten Lehrerinnen da draußen, wenn wir so bezeichnen wollen. Sie hat mehrere, wirklich einige Bücher geschrieben. Die, die mir persönlich ganz besonders am Herzen liegen, sind einerseits aus der Richtung Selbstorganisation, Zeitmanagement, das organisieren Sie schon noch oder leben Sie schon. Toller Titel. Und dann auch noch die bunten Vögel, die denn höher fliegen. Das trifft auf uns kreative Chaoten zu, die heute in der heutigen Arbeitswelt vielleicht anders aktiv sein dürfen können müssen, andere Solls zu erfüllen haben, andere Voraussetzungen mitbringen und die in der heutigen Wirtschaft viel besser mit einbringen können. Und das Allerneueste, was jetzt auch noch ein Jahr am Markt ist, aber absoluter Hit ist und so unglaublich tief gehen kann, wenn Sie richtig mitmachen und wenn Sie tatsächlich ein Ziel dahinter setzen und manche Glaubenssätze, die als Wende erscheinen, plötzlich als Durchgangsweg sich auftun könnten, geht ja doch, heißt das ganze System. Da hat sie einen E-Kurs hinten dran und ein tolles, dickes Buch. Um mal ein herzliches Hallo in Richtung Deutschland zu schicken, liebe Cordula Nussbaum, herzlich willkommen bei Lernen der Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Giermaier. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat heute. Sehr schön, sehr schön. Und habe ich den kurzen Aufriss ganz gut gemacht für Sie? Ich weiß, Sie haben so viele tolle Projekte am Laufen und sind aufgestiegen, vor allen Dingen über Ihre Bekanntheit des kreativen Chaoten-Daseins und des und der Definition dessen. Also das ist ja eine Art von Mensch, der kreativ tätig ist, der tausend Interessen hat, der irgendwie sich nicht in die Tiefe einer einzigen Themenwelt begeben will, sondern wirklich möglichst breit, also ein vielseitiger, ein vielbegabter, viele nennen das dann heute Scanner oder Polypreneur oder vielbegabt oder was auch immer, was da für Begriffe herumgeistern. Das war ja Ihr Start, oder eigentlich gestartet waren Sie ja mal als Journalistin, als Schreiberin. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie sind Sie überhaupt mal dahin gekommen zum Schreiben? Ja, also prinzipiell zum Schreiben. Ich habe Abitur gemacht hier in Deutschland, habe dann eine Lehre gemacht als Industriekauffrau, fand es auch super spannend. Wirtschaft hat mich total interessiert, wie das so zusammenhängt, wie man wirtschaftlich erfolgreich sein kann, fand ich total interessant. Und habe dann in der Lehre schon sehr schnell gemerkt, da geht noch mehr. Also die Lehre war angelegt auf 2 Jahre und das war auch so von der Ausbildung her, dass es hieß, jeder, der diese Ausbildung durchlaufen hat, das ist eine ganz besondere Ausbildung und dann bist du also wirklich so prädestiniert für Führungskraft irgendwann mal zu werden. Und in dem Unternehmen, wo ich war, waren auch viele Vorstände, die eben nur diese Ausbildung gemacht haben und das war eigentlich vom Versprechen her schon, genau, nur diese Ausbildung gemacht und war vom Versprechen her toll, ja, dass du wirklich weit damit kommen kannst. Aber ich habe dann so gemerkt im Laufe der 2 Jahre, ich habe das Gefühl, da draußen in der Welt, da gibt es noch so viel, was mich interessiert und jetzt einzufädeln mich und dann irgendwie 20, 30, 40, 50 Jahre in diesem Konzern aufzusteigen, wenn überhaupt, ja, weil damals war es dann schon auch so, dass die jüngeren Führungskräfte natürlich dann auch studiert hatten, also mit nur der Ausbildung war jetzt auch nicht mehr so Decke nach oben hin komplett offen. Aber ausschlaggebend war tatsächlich das Interesse, dieses Gefühl, Mensch, da ist so viel, was mich noch interessiert. Ich will mich jetzt eigentlich gar nicht einsperren in dieser Firma. Und das war dann der Entschluss, dass ich nach der Ausbildung ein Studium angefangen habe und auch beendet habe, Kommunikationswissenschaft. Und da habe ich schon so die Lust am Schreiben auch entdeckt und habe dann sehr schnell angefangen, für die Süddeutsche Zeitung zu schreiben. Wie kommt man da dazu? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man im Studium aus dem Seminar rauskommt und da steht der Süddeutsche Zeitungschef, der sagt, ja, grüß Gott, Frau Nussbaum, Sie mit Ihren 22 Jahren kommen, schreiben Sie für uns.
Ja, nee, also es war vielleicht auch so typisch kreativer Chaot, naiv, Fragen kosten nichts. Ich hatte eine Themenidee und bin dann einfach in die Redaktion spaziert und habe gesagt, Mensch Leute, ich hätte da eine Idee für eine Geschichte. Ich weiß, ihr habt eure Journalisten natürlich fest verteilt auf die einzelnen Themen, aber wenn der kein Interesse hat an dem Thema oder keine Zeit hat, zu diesem Termin zu gehen, ich würde es wahnsinnig gern machen. Oh. So, und dann haben die gesagt, ja, dann machen sie doch mal. Sogenannte oder Okay. Initiativbewerbung, würde man Ja, heute so ganz sagen, genau. oder? Ja, ganz genau. Und das war dann mein allererster Auftrag, wo ich dann einen Artikel geliefert habe und das hat halt gut funktioniert. Den hat gefallen, wie ich schreibe, was ich schreibe. Und damit hatte ich sozusagen einen Fuß in der Tür, dass immer wieder Aufträge kamen. Und dann habe ich mir das richtig ausgebaut, dass ich gesagt habe, ja, schreiben macht mir super Spaß und vor allem auch das Schöne für einen kreativen Chaoten, diese Lust an der Abwechslung, diese Lust auf neue Themen, kannst du natürlich als Journalist perfekt ausleben. Ja. Ich habe jeden Tag dann irgendwann mal, wie ich fe richtig fest drin war, zwei, drei Artikel pro Tag geschrieben. Das heißt, zwei, drei verschiedene Themen, verschiedene Menschen, die ich interviewen konnte, verschiedene Veranstaltungen, auf die ich gegangen bin und das war genau meins, das war super. Und das habe ich dann schon das ganze Studium durchgezogen und habe da mein Studium Cool. damit finanziert und bin nach dem Studium nach Paris gegangen, habe da nochmal einen Aufbaustudiengang gemacht, Journalistik und habe Die dann französische Sprache, derer waren Sie schon mächtig oder haben Sie war ich dann? mehr, ja, genau. Ja, also ich hatte Französisch Leistungskurs, ich habe hier in München am Institut Français das kleine Gallicum dann noch gemacht, das ist praktisch so wie das kleine Latinum. Aha. Wusste zwar nicht, warum ich das mache, aber war halt auch spannend, ja. Just for the taste of it, ja. Yeah. Genau, ja, und so kam das. Und dann war ich in Paris und dann hatte ich Lust, noch länger in Paris zu sein und zu arbeiten. Und dann habe ich halt bei Focus, bei Burda im Korrespondentenbüro angeklopft, wie es ausschaut. Ich bin jetzt hier gerade mal und ob ich nicht noch ein paar Wochen Praktikum dranhängen könnte. Und wieder, ja klar, kommen Sie gerne. Also es war schon so eine Portion Naivität, sage ich mal, einfach mal hinzugehen und zu fragen. Und Und im Chutzpah. Nachhinein, ja. Genau, und im Nachhinein sage ich, Mensch, Gott sei Dank, weil je älter man wird, desto mehr fangen wir ja an rumzuhirnen. So, oh, das kannst du doch nicht machen und da kommen ja 137.000 Leute, die da hin wollen und die haben gerade auf dich gewartet. Und Ja, vielleicht haben sie ja gerade auf ja, dich genau. gewartet. Ja, und so bin ich dann zum Schreiben gekommen und dann bin ich aus Paris zurückgekommen und habe dann Wie lang Festpreisbuch war das? angefangen. Sie marschieren Das natürlich jetzt Gott waren, sei Dank schnell durchs Leben, aber war das ja, eher 2 Wochen oder 2 Jahre? 8 Monate. 8 Monate. Genau, also es war das Studium, Aufbaustudium waren 6 Monate und dann habe ich noch 2 Monate gearbeitet. Genau, und dann bin ich praktisch zurückgekommen und dann gleich als feste Freie in die Redaktion, in die Wirtschaftsredaktion von Focus. Da war ich dann erstmal Von 2 Jahre. Focus, cool. Genau. Damals noch, ja, der Helmut Marko wurde sie heute noch, gell? Herausgeber, also praktisch, ja, also graue Eminenz im Hintergrund. Ja. Aus dem Aktuellen hat er sich rausgezogen. Genau, und aber er war eine, oder ist eine sehr prägende Figur und ich habe ihn sehr, sehr geschätzt, auch in der Zusammenarbeit. Also Glaube ich, ganz toller interessanter Mann. Mann, ja. Ja, sehr toller Mann. Ja, echt. Ja, und dann war das mit dem Schreiben und dann habe ich also ganz viele Jahre als freie Journalistin, Wirtschaftsjournalistin gearbeitet und dann kam so um die Jahrtausendwende die große Medienkrise, wo viele Journalistenkollegen von mir plötzlich keine Aufträge mehr gekriegt haben oder wenn sie Aufträge gekriegt haben, total schlecht bezahlt. Und dann bin ich hingegangen, habe überlegt, Mensch, das, was ich jetzt aus der Wirtschaft kenne, Marketing, was in den Unternehmen gut funktioniert, das müsste doch eigentlich auch bei Freiberuflern funktionieren. Also rein vom Handwerkszeug her, ja, dass ich überlege, wie gehe ich auf den Markt zu, was brauchen die Leute und, und. Und dann bin ich hingegangen, habe mich hingesetzt und habe mal versucht, dieses Marketingwissen von den Unternehmen auf den Einzelkämpfer zu übertragen, auf den Solopreneur, wie wir heute sagen würden. Bin dann auch hingegangen und am Anfang war ich ja sehr stark fokussiert auf die Journalisten. Das heißt, ich habe 80 Redaktionen abtelefoniert, habe Kurzinterviews mit denen gemacht. Was wünscht ihr euch von freien Mitarbeitern? Was sollen die tun? Was sollen die nicht tun? Und habe dann wirklich so ein Handwerkszeug rauskristallisiert, wo ganz klar war, wenn du so am Markt auftrittst als Einzelunternehmer, dann funktioniert's. Ja, dann Also so bist du. eine Art Zielgruppenanalyse sozusagen. Ja, nicht nur, sondern es ist wirklich so ein Gesamtpaket. Also ich sage mal ein total banales Beispiel. Wir denken immer, Marketing ist schwierig und es ist wahnsinnig schwer, erfolgreich zu sein. Das stimmt aber nicht, weil viele Kollegen, die machen sich das, was sie auf der einen Seite aufbauen, auf der anderen Seite kaputt.
sagen wir ganz konkretes Beispiel. Ich habe lange Zeit ja eben für die Wirtschaftswoche dann auch geschrieben als freie Journalistin. Und dann habe ich mit einer Redakteurin telefoniert und merke schon an der Stimme, die hat so einen Hals, die war so sauer, die war so angefressen. Und dann sage ich, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Und dann sagt sie, Mensch, Frau Nussbaum, Sie werden es nicht glauben. Jetzt hat mir gerade ein freier Journalist, hat mich gerade angerufen, der hätte eigentlich eine 8-Seiten-Geschichte im aktuellen Heft, also was nächste Woche kommt, gehabt und ruft mich heute an und sagt, er schafft es leider zeitlich nicht, diese Geschichte zu liefern, weil er hat ein anderes Angebot bekommen von einer Konkurrenzzeitschrift und da kriegt er ein bisschen mehr Geld und deswegen macht das jetzt lieber für die Konkurrenz. So, ja, ich meine, da macht er sich natürlich dann alle künftigen Engagements zu. Ganz genau. Ja, der braucht nie wieder bei der Wirtschaftswoche anrufen, weil natürlich auch in der Redaktion diskursiert natürlich. Ja. Die Leute kennen sich untereinander. Das heißt, womit? Mit Recht. Natürlich, absolut ja. Recht. Und das ist genau das, wo ich sage, die machen sich kaputt durch Dummheit, durch ich weiß nicht was. Und das ist so die große Chance für uns Freiberufler, Kleinunternehmer, Einzelkämpfer, wenn wir einfach nicht nur gut sind in der Qualität, was wir liefern, sondern einfach auch mit gesundem Menschenverstand mit unseren Kunden agieren, dann ist das, es ist immer ein People-Business. Ja? Es ist immer P2P. Ganz genau. People to people. Ganz genau. Und wenn du respektvoll miteinander umgehst und zuverlässig bist, ich meine, es kann immer was passieren. Ja? Ich kann krank werden, kann einen Artikel nicht liefern. Nee, aber dann rufe ich an und sage, wenn der Mann verstirbt oder dein Kind verunfallt, genau. Dann wird es auch schwierig mit Artikel schreiben. Ja, genau. Weil das ist ja nicht der Alltag. Zu rufen und diese Arroganz an den Tag zu legen, oh, ich habe was Besseres gefunden. So, und das ist genau das, was ich damals eben auch festgestellt habe. Es ist gar nicht so schwierig, erfolgreich zu sein, weil wir müssen nicht viele Dinge anders machen, sondern wir müssen einfach einige Dummheiten, die die anderen machen, nicht machen. Und das macht es leicht. Mhm. Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen Nachdenken, Hirnschmalz und was jetzt vielleicht sich mancher, anstatt nur zu jammern, gern die Zeit nehmen können sollte, dürfte. Ja, ja ganz genau. Ja. Ja, und dann war ich voller Euphorie, weil ich jetzt wusste, wie wir praktisch als Kleinunternehmer, als Einzelkämpfer erfolgreich sein können und dann ist erstmal nichts passiert und dann haben Sie sich das gesammelt irgendwie? Haben Sie da Mindmaps dazu gemacht? Haben Sie da sich das aufgeschrieben in einer Mappe oder in einem Heftel oder? Also ich schreibe wahnsinnig viel auf, handschriftlich und natürlich die ganzen Unterlagen, das habe ich alles gesammelt. Ja. Und habe dann aber erstmal nichts damit gemacht, weil ich erstmal nur happy war zu wissen, wie es geht und hatte noch gar nichts. Viele Grüße. Ja. Ja, und dann habe ich zufällig, andere Leute sagen, es gibt keinen Zufall, den damaligen Geschäftsführer getroffen vom Bayerischen Journalistenverband und habe ihm erzählt, Mensch, ich weiß was ganz was Tolles, ich weiß, wie sich freie Journalisten das Leben leichter machen können und ich habe da recherchiert und das alles zusammengetragen und dann sagt er zu mir, Mensch, Frau Nussbaum, das ist ja super, dann halten Sie auf unserem nächsten freien Kongress doch gleich mal einen Workshop dazu. Und ich so, okay, noch nie in meinem Leben ein Seminar gehalten, aber alles was Neues ist spannend. Und dann habe ich mich hingesetzt, erstmal kurz überlegt, traue ich mir das zu? Ja, geh da hin, wo die Angst ist, habe ich mal wo gelesen, ja? Ja, genau. Und dann habe ich mir überlegt, ich probiere es jetzt mal aus und ich baue den Workshop jetzt so auf, wie ich denke, wenn ich Teilnehmerin wäre, dann wird es mir gefallen. Das heißt, nicht nur theoretischer Input, sondern die Leute sofort zum Nachdenken bringen, sofort zum Aufschreiben auch bestimmte Fragen beantworten. Ja, und das war dann der erste Workshop meines Lebens und wirklich so eine Feuertaufe zu gucken, wie geht es mir, vor einer Gruppe zu stehen. Ja, hätte ja auch sein können, dass ich vor den Leuten stehe und denke, um Gottes Willen, wo ist bitte das nächste Mauseloch? Aber das hat sich echt gut angefühlt und den Leuten hat es auch gefallen. Und das war dann so die Initialzündung, wo ich auch mehr geguckt habe, in Richtung Seminare, Workshops zu gehen. Auch wieder lang erstmal nichts passiert. Welche Menge an Menschen sprechen wir beim ersten Workshop und wann war das? 2005 oder was? Oder 4, 3? Also Leute waren drin gesessen, mal kurz überlegen. Ja, so über den Daumen. 40 ungefähr. Weil es ist ja Unterschied, ob ich von einer Halle mit 4.000 spreche oder ob 14. Hätte ich nicht gemacht. Aber wie gesagt, wusste auch nicht, weil die mussten sich nicht anmelden bei dem Kongress, sondern die konnten praktisch in die Workshops reingehen, was halt gerade aktuell interessiert. Und das war 2000... Müssen wir ungefähr wissen, wo wir uns... Ja, 2001. Eins, ja. Mhm. Ja, genau. Genau, und dann ist auch erstmal wieder länger nichts passiert in die Richtung. Und Sie haben aber dann Ihr Geld verdient, weiterhin mit Schreiben. Journalistin.
Genau, als Journalistin, ganz klassische Wirtschaftsjournalistin, und war aber dann schon so angetriggert und gesagt, oh, das hat Spaß gemacht mit den Seminaren und mit den Arbeiten. Das ist einfach, wenn du so direkt wirklich siehst, wie die Menschen arbeiten, wie sie auch so Aha-Erlebnisse haben und weiterkommen, fand ich toll, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Verstehe. Ja, und dann habe ich erstmal publiziert zu dem Thema in Fachzeitschriften, Marketingpositionierung für Freiberufler, und dann kamen die Anfragen quasi automatisch rein von diversen Akademien, ob ich das, was ich jetzt da publiziert habe, nicht auch im Seminar machen könnte. Und so bin ich reingewachsen. Und dann habe ich aber Trainerausbildung gemacht, im Anschluss auch eine Coach-Ausbildung. Bei wem? Bei was? Über was? Bei Trainerausbildungen gibt es ja so viele wie... Trainerausbildung ist Suggestopädie. Gibt es einen Suggestopädie-Verband, Deutsche Gesellschaft für Suggestopädie. DGSL oder so ähnlich. Genau, dieses Lernen. Superlearning heißt das schön deutsch. Ja, genau, sagen wir Superlearning, genau. Also gibt es bei mir im Kanal übrigens sogar ein Video. Was? Suggestopädie. Mit der Barbara Messer zusammen, die da ganz große Expertin drin ist. Ja, genau, ja. Und das war eine... Rosanoff, oder? War das ursprünglich irgendwie? Nein, das dürfen Sie mich nochmal fragen. Ja, die Ausbildung, das war... Der das so mitbegründet hat, ja. Ja, genau, das war 2006, da haben wir die ganzen Hintergründe auch gelernt. Und für mich war halt einfach wichtig zu lernen, wie baust du ein Training so auf, dass die Leute halt wirklich maximal profitieren, dass du alle Lerntypen ansprichst, dass du es wirklich Lernen erlebbar machst. Und da ist sogar bei dir ein guter Zugang vielleicht. Ja, absolut.